die Rutsche zur Kunst, die wurde mehr oder weniger in der Schule gelegt. Und da hatten wir einen Kunstgeschichtler, der hat uns die ganze Kunstgeschichte zeichnen lassen. Das war so eine Spitzenmischform von eben einerseits Zeichnung und andererseits dieses Generieren an Wissen. Und in Wien ist es mir dann passiert, dass ich in einer Malereiklasse gelandet bin, beim Gunter Damisch. Und das hat eigentlich bis nach dem Studium gedauert, bis ich dann draufgekommen bin, was mich wirklich an der Kunst interessiert. Mich interessiert das Alltägliche, also dieser Alltag ist eine Ressource meiner Arbeit. Und auch die Geschichte, die Kunstgeschichte ist eine Ressource meiner Arbeit. Und bei manchen Arbeiten gibt es quasi so eine Kombination von beiden. Bei manchen ist es nur der Alltag. Was ich beobachten kann, ist, dass in den letzten Jahren immer stärker die Skulptur große Bedeutung hat. Aber wenn ich Fotografie verwende, dann ist es auch immer so eine skulpturale Herangehensweise. Meine Arbeiten spielen sehr stark auch mit der Wahrnehmung. Und da gibt es diesen Luster, den ich in der Mitte auseinandergeschnitten habe. Und der halbe Luster, der ist als fertige Arbeit eine Fotografie. Also man sieht einen Kristallluster aus den 20er Jahren und nimmt auf den ersten Blick nicht wahr, dass es nur ein halber ist. Und das gefällt mir ganz gut, dass etwas dekodiert werden muss, also dass man sich auch bemühen muss, dass nicht alles so ganz easy serviert wird, sondern dass es nötig ist, einen Zugang zu finden. Bei mir ist es so, dass mich mehr die Idee fasziniert. Also so, es gibt eine Idee oder es gibt ein Material und dann ist es nötig, dass man das geeignete Medium dafür findet, wie man das umsetzt. Also so, ich würde sagen, so bei mir ist die Klammer meiner Arbeiten ist die Inhaltlichkeit. Zum Beispiel ein Boot ist mir mal untergekommen, ein Achterruderboot. Das Boot an sich habe ich zerschnitten in 16 Teile. Diese 16 Teile habe ich so gedreht, dass sich das Boot eben aus dem Wasser mehr oder weniger in die Luft spiralisiert. Und ich habe eben das System des Mazzocchios, also diese Idee der Transformierung des Mazzocchios, habe ich eben auf das Boot auch drüber gelegt, mehr oder weniger. Und somit ist eigentlich diese Kreisform zur Spiralform geworden. Also die Geometrie spielt eigentlich eine große Rolle auch immer wieder bei meinen Arbeiten. Diese Überlegung, dass alles absolut ist, das finde ich eigentlich problematisch. Vielleicht ist meine Kunst auch so, vielleicht hat das mit dem auch zu tun, so neue Denkmodelle zu kreieren und auf etwas zu stoßen, wo man sagt, okay, das ist ja eigentlich, das ist ein Boot, aber eigentlich ist es was anderes. Eigentlich ist es ein Brain Twister oder eigentlich ist es ein Helix-Simulator. Man sieht es vielleicht in meiner Arbeit, dass eben Material, Oberfläche, dass das eine große Rolle spielt. Und das sehe ich auch als wichtigen Faktor einer künstlerischen Arbeit, dass man mehr oder weniger so auch einen emotionalen Zugang finden kann. Die Skulptur bietet mir mehr Möglichkeiten, die Inhalte, die mich interessieren, zu thematisieren. Und vermutlich ist das auch der Grund, warum ich Objekte produziere und nicht ausschließlich Malereien.